vielen Gesprächen mit gläubigen Menschen stelle ich fest, dass sie immer wieder an den Problemen, an den Herausforderungen, an den Ereignissen, an den noch nicht gelösten Dingen in ihrem Leben stehen und schier daran zu verzweifeln drohen. Sie haben nicht den Glaubensdurchbruch und sie bemerken, dass in ihrem Leben immer wieder diese Probleme Zugriff haben in ihren Alltag, in ihr Herz, in ihr Leben. Meistens sind es nicht das eine große Problem, was gewesen ist und was zu dieser Entmutigung geführt hat, sondern oft ist es so, dass es die kleinen Dinge des Alltags sind, die kleinen Nachlässe, dieses Nachgeben von Sünde, wo man eigentlich schon den Sieg haben sollte oder wollte, oft dieses nicht dranbleiben an den Entscheidungen, die man getroffen hat, dem Nachgeben von negativen Gedanken, einfach dieser Unvergebenheit, all dieser Süchte, die man eigentlich schon im Glauben abgelegt hatte. Kleine Probleme entwickeln sich zu wahren Goliaths in unserem Leben. Und da haben wir die alte Geschichte, David gegen Goliath. Goliath verspottete Goliath verspottete David, aber David trat in der Stärke Gottes an und er erlegte Goliath mit dem Stein in seiner Schleuder. Halt, Moment. Nein, es war nicht die Schleuder und der Stein, der Goliath erlegte, sondern David musste hingehen und dem Riesen den Kopf abschlagen. Das ist das, was ich oft in unserem Leben feststelle, dass wir nicht letztlich bis zu diesem endgültigen Schritt gehen, dass wir nicht wirklich bis zum Ende widerstehen, dass wir nicht wirklich dabei bleiben, was wir im Glauben von Gott empfangen haben, wo wir gesagt haben, Herr, ab heute werde ich dies oder das nicht mehr tun. Ich werde in deiner Kraft und Stärke diese Dinge ablegen. Ab heute werde ich in Zuversicht und im Glauben, dass du an meiner Seite bist, dass du in mir lebst, die Dinge in meinem Leben mit dir besiegen. Meistens sagen die Menschen, morgen werde ich. Aber das ist nicht die Haltung der Bibel. David hätte nicht sagen können, morgen erledige ich Goliath. Nein, er musste jetzt hingehen und Goliath den Kopf abschlagen. Goliaths in unserem Leben müssen letztendlich getötet werden. Das ist das Zeugnis des Neuen Testamentes. Sünde muss unter das Kreuz Jesu, weil nur dort der Sieg vorhanden ist. Wenn du in irgendeinem Bereich Probleme hast, dann bitte Gott, dass er dir das offenbart und dann triff eine Entscheidung und bleibe bei dieser Entscheidung. Lebe mehr in dem Fokus des Sieges als in der Niederlage. Du musst deinen Riesen besiegen und nicht weggehen und sagen, oh, es ist ja schon ein bisschen besser geworden. Wir möchten dir wirklich Hilfestellung geben. Wir möchten dir auch anbieten, dass du dein Gebetsanliegen zu uns einsendest. Wir wollen dafür beten. Wir wollen mit dir stehen, dass die Dinge in deinem Leben sich verändern, dass du jemanden hast, der deine Arme unterstützt, die du vor Gott erhebst. Und wir möchten einfach darauf schauen, dass Gott dir den Sieg geben will. Gott hat mehr für dich.